Guten Abend, verehrte Zuschauer. Der amerikanische Präsident Reagan hat noch einmal unterstrichen, dass der 40. Jahrestag des Kriegsendes auch als Jahrestag des Friedens und des Beginns einer neuen Beziehung mit früheren Feinden begangen werden sollte. In seiner wöchentlichen Rundfunkansprache sagte Reagan weiter, man solle sich an diesem Jahrestag klar darüber werden, welches Maß an Freundschaft in den vergangenen 40 Jahren erreicht worden sei. Auf die Kontroverse um seinen geplanten Besuch auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Bitburg ging Reagan nicht ein. In den Vereinigten Staaten wächst der innenpolitische Druck auf den Präsidenten, diesen Besuch abzusagen. Reagan hat nun den gesamten Kongress gegen sich. Nach dem Repräsentantenhaus forderte jetzt auch der Senat den Präsidenten auf, sein Reiseprogramm noch einmal zu überdenken und ein angemessenes Symbol der gegenwärtigen deutschen Demokratie aufzusuchen. Der Stabschef des Weißen Hauses, Reagan, sagte dazu, der Präsident sei von der Kritik an diesem Teil seines Besuchs äußerst betroffen. Er habe immer wieder über die Angelegenheit nachgedacht, aber es bleibe dabei, dass er den Friedhof besuchen werde. In Bonn äußerte sich Regierungssprecher Böhnisch gegenüber dem ZDF. Wir gehen nach Bergen-Belsen, um der Opfer des Faschismus, der Opfer der Gewaltherrschaft zu gedenken. Und wir gehen nach Bitburg, um der Toten des Krieges zu gedenken. Zu viele Amerikaner und auch Politiker in Washington meinen immer noch, es ginge uns darum, die Nazis reinzuwaschen. Aber dies oder von ihren Untaten abzulenken. Aber dies war nie unsere Absicht, sondern unsere Absicht war und ist, das zu tun, was ich gesagt habe, ohne Rücksicht auf die Nationalität der Opfer des Krieges zu gedenken und für den Frieden zu beten. Ist daran gedacht, die Zeremonie in Bitburg zu verkürzen, also zum Beispiel auf eine Kranzniederlegung zu verzichten? Wissen Sie, für meinen Geschmack wird schon seit Tagen zu viel über protokollarische Einzelheiten gesprochen. Dadurch gerät der eigentliche Sinn des Besuches immer mehr in Vergessenheit. Der Präsident kommt als unser Freund und er kommt und will eine Geste der Versöhnung machen. Und ich bin sicher, dass das die Deutschen verstehen werden und dass das besonders die Bitburger verstehen werden, die deutschen und amerikanischen Bitburger, die es dort gibt. Und sie werden dem Präsidenten einen sehr freundlichen und sehr herzlichen Empfang bereiten. DDR-Staats- und Parteichef Honecker hat zu einer weltweiten Koalition der Vernunft aufgerufen, um gegen die Gefahr eines Atomkriegs zu kämpfen. Bei einer Kundgebung zum 40. Jahrestag der Befreiung des Zuchthauses Brandenburg-Görden hob Honecker auch die Bedeutung der Sowjetunion für den Sieg über den Nationalsozialismus hervor. Die DDR-Führung gedachte der 2000 ermordeten politischen Häftlinge mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal Marienberg. Der DDR-Staatsratsvorsitzende Honecker war selbst einer der Gefangenen des Zuchthauses Brandenburg, die vor 40 Jahren von der Roten Armee befreit wurden. Vor 110.000 Zuhörern würdigte Honecker auch die Rolle der westlichen Verbündeten der Sowjetunion im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Heute gehe es darum, eine Koalition gegen die Gefahr des Atomkrieges zu schaffen. Der scheidende Botschafter der Vereinigten Staaten in der Bundesrepublik, Burns, hat bei einem Abschiedsbesuch in Berlin die Verantwortung der Westalliierten für den Schutz der Stadt bekräftigt. Als er sich ins Goldene Buch eintrug, sagte er, sein Land fühle sich als Treuhänder der deutschen Nation. Das werde bekundet durch die Anwesenheit amerikanischer Truppen in der geteilten Stadt. Bundespostminister Schwarz-Schilling hat an die SPD-regierten Bundesländer appelliert, einem Staatsvertrag über die neuen Medien zuzustimmen. Vor dem Bundeskongress der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU in Hamburg sagte er, eine weitere Blockadepolitik der SPD in diesem Bereich verhindere neue Investitionen und gefährde damit Arbeitsplätze. Die neuen Kommunikationstechniken hätten Zuwachsraten bis zu 30%. Davon könne auch die mittelständische Wirtschaft profitieren, die von der Post allein im vergangenen Jahr Aufträge im Wert von 6,4 Milliarden Mark erhalten habe. Im historischen Schaborsaal der Lübecker Stadtbibliothek wurde der Schriftsteller Siegfried Lenz mit dem Thomas-Mann-Preis der Hansestadt ausgezeichnet. An dem Festakt nahm auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker teil, der aus Anlass der Preisverleihung Lübeck heute seinen Antrittsbesuch machte. Siegfried Lenz wurde die Auszeichnung zugesprochen, weil, so die Jury in ihrer Begründung,
sein Werk vom Geist der Humanität zeuge und es ihm gelungen sei, in der erzählerischen Wiedergabe der deutschen Realität eine breite Leserschaft zu erreichen. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. Heute Nacht in der Mitte und im Süden Regen und Schneefälle. Sonst allgemein Regen, Schnee und Graupelschauer. Tiefstemperaturen zwischen plus 3 und minus 2 Grad Celsius. Am Tage im Norden, im Osten und im Alpenvorland bedeckt und weitere Schneefälle, zum Teil auch Regen. Die weiteren Aussichten etwas milder. Die nächste Heute-Sendung gegen 1.50 Uhr.